Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, wir wollten ja gleich hier andocken an den Superhighway. Vorher möchte ich dann aber nochmal über die Infoleiste unseren Missionsmanager aufrufen und nochmal gucken, was haben wir denn da überhaupt zu tun. Ein unerwarteter Gast einfach. Naja, gut, okay, wir sollen da halt immer noch hinfliegen. Die ist im Moment auch auf aktiv geschaltet. Ist sie? Gut, okay. Naja, gut, okay, ich hätte sie auch da dran sehen können, ne? Also, dann wollen wir doch mal ein bisschen Gas geben. Ja, die Station. Also, wie gesagt, ich würde mir da wirklich eine Sichtvergrößerung irgendwie wünschen, dass man sich auch die Station ein bisschen angucken können. Aber jetzt fliegen wir erstmal in den Superhighway rein. Ja, benutze Superhighway Blaus, um schnell zwischen Sektoren zu reisen. Ja, ihr habt es gerade gehört, sie hat gerade gesagt, halte die Klappe, Betty. Das liegt ganz einfach daran, der Schiffscomputer, der hat noch keine Sprachausgabe. Im Englischen hat er eine und da macht es dann auch Sinn, dass sie dann sagt, halte die Klappe, Betty. Ja, mit dem sind wir doch schon ein bisschen schneller unterwegs. Also das macht irgendwie, ja, macht Fun, sich an die Raumschiffe dran zu hängen. Da hat es uns gerade rausgekegelt und zwar aus dem guten Superhighway, den ich jetzt versuche mal wiederzufinden. Verdammt, wo ist der denn? Na, irgendwie ist er jetzt gar nicht da und jetzt haben wir das Problem. Ja, wir müssen tierisch weit erstmal fliegen, bis wir denn da ankommen, wo wir hinwollen. Ich kann es jetzt leider nicht ändern, aber auch da soll es sich unter Umständen um einen Bug handeln. Man weiß es aber nicht so ganz genau. Wir haben jetzt knapp 100.000 Kilometer. Ich hoffe mal, dass ich die mit halbwegs Gequatsche überbrücken kann. Ja, was gibt es sonst so Neues? Ja, im Forum wird sich halt immer noch gestritten, ist das Spiel nun gut oder schlecht? Ich möchte mir da einfach noch gar kein Urteil bilden, denn wie gesagt, ich spiele jetzt noch nicht wirklich ganz so lang dieses Spiel. Rebirth sollte ja kein X4 werden, ist es definitiv auch nicht geworden. Es ist ja eine Wiedergeburt, ein Neuanfang und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Mir als alten Hasen, ja, ich muss einfach sagen, ich entdecke das Spiel jetzt wieder ganz neu, denn ja, alles, was ich vorher zu wissen meinte, kann ich hier nur begrenzt einsetzen. Ah, da wäre übrigens der Ausgang gewesen. Der Ausgang des Superhighways. Und ja, naja, gut, okay, so ist man dann wieder gezwungen, in einem neuen Spiel dann halt auch wieder alles neu zu lernen. Das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht wirklich so schlimm. Also ich denke mal, da gibt es Schlimmeres. Auch das mit diesem hier rausgeworfen aus dem Superhighway, naja, gut, mein Gott, kann passieren. Das Anscheinend wurde ich ist. in dieser Zone geboren. Die Station existiert nicht mehr, nachdem Plutarch alles wiederverwertet hat, was sie nicht schon genutzt haben, um ihre Schiffsproduktion zu unterstützen. Ah ja, gut, okay. So kommen wir dann wenigstens noch mal ein bisschen ins Gespräch mit ihr, mit der guten Yesha. Sie wurde wohl hier geboren. Wir fliegen aber weiterhin auf unser Missionsziel hin zu, drauf zu. Nur Sieht leider so aus, mag. als würde das Syndikat unabhängiger Welten Ärger verursachen. Wir bleiben besser auf Abstand. Wirf einen Blick auf die Karte, um herauszufinden, wohin sie fliegen. Na gut. Versuche dich hinter feindliche Ziele zu manövrieren und dort zu bleiben, um feindlichen Beschuss zu entgehen. Das ist ja alles schön. Gut, okay. Haben wir zwei Möglichkeiten. Galaxiekarte oder. Hallo? Wechselst du auch nochmal die Karte? Da sollten wir sein. Kann ich jetzt nicht reinklicken, das ist ein bisschen ungünstig. Dann probieren wir es doch einfach mal mit einem Punkt. Gut, okay, das sind wir, da sollen wir hin und ich sehe da jetzt irgendwie nicht wirklich irgendwelche feindlichen Schiffe. Ah ja, gut, okay, doch da.
Da ist einer und da ist der zweite. Gut, da sollten wir dann vielleicht mal aufpassen. Können wir denn die irgendwie markieren? Gucken wir uns nochmal die Details dazu an. Wer ist denn das überhaupt? Schaden pro Sekunde, Reichweite, Status, Solarjägerraketen, allgemeine Informationen, Radarreichweite 15, Industrieinspektionsgleiter. Naja, gut, okay. Wir machen uns trotzdem mal jetzt auf die Socken zu unserem Ziel. Ich weiß gar nicht, ob die mich angreifen oder nicht. Das werden wir ja gleich erleben. Wie gesagt, für mich ist auch noch alles ganz, ganz neu. Und von daher schauen wir einfach mal. Also hier am Rand, da kann man sehen, da... Jetzt habe ich auch mal das Ziel aufgeschaltet. Nur leider ist es gerade aus dem Radar verschwunden. Ich drehe mich einfach noch mal ein bisschen. Ja, da wäre er jetzt auf 5 Kilometer, aber ich möchte dem eigentlich gar nicht so nahe kommen. So, wir haben noch 12 Kilometer und so wie es aussieht, müssen wir an einen neuen Highway andocken. Und dann machen wir das doch auch mal. Wir folgen hier ganz einfach erstmal unserer Mission. Verlasse den Highway in 160 Kilometern. So, jetzt müssen wir erstmal warten. Da kommt noch mal Schnelleres, aber das ist jetzt nicht wirklich so viel schneller. Ach, irgendwie sind die Schnellen immer da, wo ich gerade nicht bin. Jetzt haben wir den Highway auch verlassen. Wo ist unser Missionsziel? Müssen wir noch weiter drehen. Da müssen wir hin. Ah, das ist alles noch sehr verwirrend hier mit den ganzen Highways und so. Also da muss ich mich dann auch erstmal zurechtfinden. Da die ganzen Sektoren ja jetzt von diesen Highways durchzogen sind. Das ist wie gesagt auch nicht so ganz einfach. Aber I do my best. So, wir docken an einen neuen Highway an, der uns dann hoffentlich auch irgendwann mal ein Ziel bringt. Und komm schon. Zackada! Oh, das ist mal ein richtig zügiger. Okay, Highway jetzt verlassen und jetzt müssen wir zu dieser grün leuchtenden Station in 15 Kilometern. Naja gut, dann machen wir uns mal auf die Socken und dann schauen wir mal, was passiert. Aber ich gehe mal davon aus, er hat ja gesagt, dass er da einen Frachter geparkt hat, also werden wir wohl einen Frachter da kriegen. Das All ansonsten, ja, ich muss mal so sagen, also mir gefällt das eigentlich relativ gut. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so bonbonfarben, wie manche das beschreiben oder dass sie dann sagen, ja, irgendwie, weiß ich nicht, zu vollgepackt. Nee, finde ich jetzt eigentlich nicht so. Also mir gefällt das eigentlich doch, ja, relativ gut. Gut, 5 Kilometer haben wir noch. Ah, der Torbo, der will nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich sie häufig zum Handeln benutzt habe. Konnte nie eine richtige Mannschaft finden. Hast du Gesellschaft erwartet? Gehören diese Drohnen dir? Nein, das kann ich nicht bestätigen. Sie kommen auf uns zu. Sieht nach Drohnen vom Syndikat unabhängiger Welten aus. Hast du auch mal einen ruhigen Tag? Gut, das dachte ich mir jetzt schon beinahe, dass wir die jetzt finishen müssen. Ja, das ist alles klar. Das ist die normale Steuerung. Haben wir denn einen Vorhaltepunkt? Irgendwie nicht und irgendwie bin ich auch ein bisschen zügig auf der Achse unterwegs. Na gut, dann nehmen wir die andere Drohne hier ins Visier. Ja, schöner wäre es, wenn man einen Vorhaltepunkt hätte. Da ist wohl einer, aber den habe ich davor gar nicht gesehen. Können aber ab, die Drohnen. Da war ich ja mal schon mal besser im Ballern.
So, wo ist sie? Holla die Waldfee. Im Moment kreisen sie mich, und zwar schneller als ich mich drehen kann. Ein bisschen ungünstig das Ganze. Aber die müsste eigentlich demnächst mal gefinisht sein. Gut, das war Numero Uno. So, jetzt müssen wir sie nur noch mal irgendwie ins Ziel kriegen. Hier sind ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne sie geschafft hätte. Oh, das ist schön, dass wir dafür auch noch Geld kriegen. Müssen wir nur noch die zweite hier finishen. Mann, ey. Nun los, mach doch hin da. Komm schon. Jawohl, da haben wir auch die zweite gefinisht. Ja, beschädigte Waffen haben reduzierte Effektivität. Du solltest das Schiff in Bewegung setzen. Eine Enter-Truppe ist vielleicht schon auf dem Weg. Ich schätze, sie haben ein Schiff hier herumliegen sehen und dachten sich, es sei einfache Beute. Wir sollten die naheliegende Station besuchen. Es gibt dort für gewöhnlich einige sehr fähige, freiberufliche Kapitäne, die nur darauf warten, das Kommando über ein Schiff zu übernehmen. Lass mich raten. Du kennst den passenden Typen? Nicht ausdrücklich, aber ich denke, dass ich dir die Richtung weisen kann. Hier sind ihre Credits. Ich weiß nicht, ob es die Station ohne sie geschafft hätte. Gut, das waren jetzt die Credits für die zweite Drohne. Und das hier, das sieht wohl so aus, da möchte ich jetzt mal ein bisschen genauer gucken. Das sieht wohl so aus, als ob das jetzt unser Frachter wäre. Und wir sollten ja nochmal überprüfen. Im Handelsmenü wurde mir gesagt. So, 2 und dann 2. Da sollte jetzt unser Frachter auftauchen. Schiffsdetails anzeigen, da gucken wir erstmal. Ja, im Moment habe ich hier so gleiche Grafikbugs. Ich kann das hier alles gar nicht so richtig lesen. Aber das soll sich alles verbessern. Also Bernd Lehahn hat im Forum auch schon geschrieben, dass an diversen Sachen gearbeitet wird. Es wird eine Menge Veränderungen wird es geben, also und Verbesserungen. Und es wird da im Allgemeinen sehr viel wohl rumgewurschtelt. Das finde ich soweit auch ganz gut. Das ist okay. Wir gucken jetzt aber nochmal bei Info, da war es die Nummer 5, der Missionsmanager. Da gucken wir nochmal rein. Finde eine Besatzung. Gut, okay, wir müssen jetzt uns darum kümmern, dass wir einen Kapitän an Land kriegen für unseren Frachter. Den lassen wir dann natürlich hier erstmal liegen soweit und dann sehen wir mal zu, dass wir hier angedockt dass wir andocken an den Highway, an den normalen Highway, und dann machen wir uns doch einfach mal auf die Suche nach einem Captain. Aber die Station hier hinten, die sieht aber auch schon richtig lecker aus. Ich denke mal, es wird dann auch, sobald die Performance-Probleme behoben sind, unter Garantie wird es da auch noch einen Patch geben, der die Grafik noch ein bisschen mehr aufbrezelt, als sie eh schon ist. Gut, der eine wird sagen, Grafik, ja, toll, so toll ist die. Aber so aus, als würden der Datenbank Informationen über lokale Objekte fehlen. Du solltest Informationen über Objekte wie Stationen sammeln können, wenn du nah an ihnen vorbeifliegst. Ah ja, gut, okay. Aber wie es immer so ist, der eine sagt, ja, reicht mir so, der andere sagt, nee, bessere Grafik tut auf jeden Fall Not. So, wo müssen wir denn hin? Da hinten müssen wir hin, an den nächsten Highway andocken. Aber ich wollte hier auch nochmal ein bisschen gucken. Das ist, ich möchte nicht so durch dieses Spiel durchhetzen, Leute. Also da müsst ihr schon entschuldigen. Das ist einfach, man muss sich auch mal so ein bisschen versuchen, die Schönheit der Stationen anzuschauen. Also ich finde, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus jetzt. Also so,
Mir gefällt es jedenfalls, das Spiel, auch wenn viele davon anscheinend enttäuscht sind. Ja, Folge schon wieder zu Ende. Ich speichere dann einfach mal hier und würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann hier einfach weiter und sage für jetzt auf jeden Fall erstmal Tschüss. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's erstmal gut.